Kann mich mal bitte jemand kneifen? Was ist das denn hier? Kann mich mal bitte jemand kneifen? Was ist das denn hier? Ja, moin. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind hier in der Schweiz am Silberplaner See. Ja, erstmal bitte, wie crazy ist das hier? Wir sind mitten in der Schweiz an einem See und hier sind einfach gefühlt 100.000 Kiter. Also ich finde das gerade so surreal, auch mit der Umgebung hier, mit den Bergen. Schon echt schön. Wir sind leider ein bisschen spät dran. Also es ist jetzt schon nach 2. Der Wind bleibt meistens nur bis so um 5 rum. Es ist auch relativ light, deswegen müssen wir uns beeilen. Hier schnell umziehen. Ey, wir hatten jetzt eben eine mega gute Session und dachten uns so, jetzt können wir ja mal die Kamera nehmen und mal ein bisschen was filmen. Ja, was passiert? Wind ist gedroppt, aber übelst. Ich kann mit dem 13er schon fast gar nicht mehr fahren. Mal schauen, wie wir jetzt zurückkommen. Wir haben, glaube ich, genau 6 Versuche oder so auf Kamera, wo niemand von uns irgendwas Cooles gemacht hat. Ja, stark. Aber diese Landschaft, wunderschön. Wow. Schaut mal, da hinten. Ja gut, Wind ist weg. Maxi kommt jetzt auch vom Wasser. Ich hab's mal probiert. Aber naja. War kein Tag heute am Silberplaner. Neuen Tag hier vom Silberplaner See. Wir sind wieder auf dem Wasser. Die Thermik kam zum Glück trotz Regen heute Morgen. Ich bin mit meinem 12er Dice, sieht man den? Ja. Und Max ist natürlich wie immer mit dem 15er D-Lab. Das ist seine Geheimwaffe für jeden Wind. Und es macht gerade richtig tolle Spaß. Das Wetter ist perfekt. Ich bin echt eigentlich perfekt angepowert mit dem 12er. Tendenziell eher ein bisschen zu wenig. Und wir dachten uns, wir spielen heute wieder ein kleines Spiel. Und zwar filmen wir uns gegenseitig bei Tricks. Und immer, wenn derjenige, der gerade Tricks macht, crasht, muss er dann filmen. Das heißt, dann wird die Kamera übergeben an denjenigen, der gerade gecrasht hat. Und der muss dann den anderen wieder filmen, solange bis er crasht. Oder sie, natürlich. Ja, und dann schauen wir einfach mal, wer von uns beiden dann am Ende mehr gefilmt wird heute. Natürlich geht es auch nicht die ganze Zeit nur Radies zu machen oder so, sondern schon ein paar gute Tricks oder ein bisschen was zu probieren. Ja, mal schauen. Ich werde jetzt mal zu Max fahren und ihm mal Bescheid sagen, dass wir jetzt starten. Und dann geht's los. Ich habe richtig Bock. Wollen wir starten? Ja. Soll ich anfangen zu filmen? Aber na gut, dann werde ich ihn noch ein bisschen weiter filmen. Jetzt sieht er auf einmal alles, ist gerade in der Hölle gecrashed. Hey, da hat er gecrashed.
nach ein bisschen Sightseeing von mir und einer kleinen Einrettungsaktion mit Paule. Ist jetzt Paule dran. Mal sehen, wie viele Tricks das bei ihr werden. Keine Ahnung, warum ich die Backside 3 nicht gestanden habe. Mal sehen, was Paule jetzt hier zu bieten hat. Ganz habe ich das Gefühl. Und da ist er, Rainy Blind, stark! Den habe ich aber jetzt auch zugetraut. Wollen wir was Neues sehen hier, oder? Jawoll! Jetzt wird hier ernst, würde ich mal sagen. Jetzt steht hier richtig. Sehr, sehr nicer Back to Blind. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Der war doch schön, der Ready Raptor Max. Schöner als mein Hüpf. Das war schön! Oh. Du bist wieder dran! Ich muss mal eine kleine Änderung vorschlagen, dass er auch als Crash zählt ohne Blindlander und ohne Handlebar. Der Wind wird leider gerade ein bisschen böig. Also ist gerade ein bisschen schwer einzuschätzen. Es wird auch ein bisschen mehr. Aber wir gucken mal. Die Powern kann ich ja immer noch. Ich gebe mein Bestes, dass ich noch ein paar Tricks reinbekomme. Wenigstens den Aspen Blind Wind Ready Rap will ich eigentlich schon noch machen heute. Nein, wir sind Ende zu, die Kamera ist fast leer. Das heißt, es werden jetzt langsam die letzten Versuche, aber mir ist auch echt zu kalt. Also die 13 Grad vom Silberplaner machen sich langsam deutlich bemerkbar. Oh, oi, 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 oi. Okay, Max hat mich mit seinem Hundeblick angeguckt und gefragt, ob er bitte, bitte noch einmal kann, bevor die Kamera leer ist. Wahrscheinlich will er noch den KGB zeigen. So, Freunde, der Akku ist gleich leer, wir sind bei 9%. Mir ist extrem kalt. Mir fallen meine Füße gleich ab. Das heißt, wir beenden den Vlog jetzt hier mal. Nochmal mit dieser Aussicht. Schaut euch das an! Wow, es ist wirklich, ich finde es so schön. Jetzt muss ich erstmal wieder zurück zum Startpunkt gefahren kommen. Das ist nämlich auch noch ein ganzes Stück. Wir sind ja nämlich extrem weit downwind. Aber danke auf jeden Fall euch, dass ihr den Vlog geschaut habt. Es hat mir wirklich Spaß gemacht und ich finde es wirklich erstaunlich, wie gut der Silberplaner See hier liefert, dafür, dass es mitten in den Bergen ist. Wenn ihr Bock habt, dann schaut euch auf jeden Fall auch nochmal hier das letzte Video an und hier lasst ihr einen Follow da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.